Herzlich willkommen und heute bei Blackboard Live Blitz News geht es natürlich, wie Sie schon gesehen haben, natürlich um das Problem mit den ächzenden Kräften im Krankenhaus. Wie ich hier nochmal zeige, das ist natürlich von der Linken und es gibt auch ganz klare Statistiken, die von Ihnen hinweisen, dass es so nicht weitergeht mit der aktuellen Lage. Nicht nur zum Thema Flüchtlinge, dazu komme ich auch gleich noch, sondern zur Fürsorge und Pflege lassen sich nicht rationalisieren. So hatte auch in Clara Katja Kipping eine ganz klare Aussage und Definition gemacht. Mit der Kampagne "Das muss drin sein" hat die Linke ein sehr breites Spektrum gezeigt, auf was es genau ankommt, in welchen Bereichen es ganz besonders darauf ankommt, dass man auch Präsenz zeigt im politischen hinsichtlichen Verhältnissen, aber auch in wirtschaftspolitischen, finanziellen Sichten, im Bereich Erziehung, Gesundheit, Pflege mehr Personal eingestellt werden. So sagt die Linke, dass sie dort mehr Personal einstellen will. Das ist eine ihrer Themen, Hauptaussagen, die ich jetzt einfach mal so rausgenommen habe aus einem ganzen Satz. Die Linke beklagt, dass in Kitas, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen Personal fehlt. Natürlich wird auch in Clara gezeigt und nicht nur in anderen Hinsichten bei der Linken, wie weit es auch gekommen ist hinsichtlich der Flüchtlingspolitik. Ich habe Ihnen auch Bilder schon gezeigt, wie zum Beispiel auch Flüchtlinge willkommen oder das Barometer, das Stimmungsbarometer. Es gibt aber natürlich auch andere Bilder, die wieder von Seiten von Clara, von der linken Zeitung ausstammen. Und zwar zeigt das volle Plätze. Ja. Jetzt hat es jeder gesehen. Ein Bettlaken für die Privatsphäre. Wie weit ist es schon in Flüchtlingsunterkünften gekommen? Beziehungsweise wie weit ist es noch nicht gekommen? Weil es wird immer ganz genau geschaut. Und wo man diese Flüchtlinge unterbringen kann und wie man ihnen eine bessere Zukunft geben kann. Natürlich habe ich mir auch schon angehört von anderen, von Caritas, wie die Zustände sind im juristischen Bereich, wenn es um 18-Jährige geht, die einfach dann von der großen Partei CDU, CSU und die hier natürlich in Bayern noch immer vorherrscht, also hier ist es die CSU, die auch einen ganz klaren Weg anzeigt, in welche Richtung es geht. Und man hat auch sehen können am Nockerberg nach dem
Also diesen Ausschnitt werde ich nicht zeigen. Wie populistisch ein CSUler sein kann, wenn er direkt sich in Aggression redet. Ja, und jetzt kommen wir zu einem weiteren Thema, und zwar ist das die Rüstungspolitik, wie Sie schon gesehen haben. Und es geht hier auch ganz klar bei der Linken mal wieder um Abrüstung. Wir hatten heute auch liberale Themen. War sehr lustig, auch nicht so entspannend. In der Drogenpolitik sollte es von manchen schon sehr liberal sein, aber sofern ich es sehe oder auch andere, sollen Drogen nicht zu sehr liberalisiert werden, weil es gibt auch nicht nur weiche Drogen, es gibt harte Drogen. Man muss unterscheiden, Betäubungsmittelschutzgesetz, BTM, und andere Juristereien und natürlich auch Bürokratie, die sie nicht interessieren wird. Es soll ein Ostermarsch in München stattfinden. Ja, und das Bild habt ihr auch gesehen, wie der Weg sein soll. Der soll nämlich vom Stachus aus zum Marienplatz verlaufen, und zwar über die Sonnenstraße. Herzlich willkommen, und heute bei Blackboard Live Blitz News geht es natürlich, wie Sie schon gesehen haben, natürlich um das Problem mit den ächzenden Kräften im Krankenhaus. Wie ich hier nochmal zeige, das ist natürlich von der Linken. Und es gibt auch ganz klare Statistiken, die von Ihnen hinweisen, dass es so nicht weitergeht mit der aktuellen Lage, nicht nur zum Thema Flüchtlinge, dazu komme ich auch gleich noch, sondern zur Fürsorge und Pflege lassen sich nicht rationalisieren. So hatte auch in Clara Katja Kipping eine ganz klare Aussage und Definition gemacht. Mit der Kampagne "Das muss drin sein" hat die Linke ein sehr breites Spektrum gezeigt, auf was es genau ankommt, in welchen Bereichen es ganz besonders darauf ankommt, dass man auch Präsenz zeigt im politischen hinsichtlichen Verhältnissen, aber auch in wirtschaftspolitischen, finanziellen Sichten, im Bereich Erziehung, Gesundheit, Pflege mehr Personal eingestellt werden. So sagt die Linke, dass sie dort mehr Personal einstellen will. Das ist eine ihrer Themen, Hauptaussagen, die ich jetzt einfach mal so rausgenommen habe aus einem ganzen Satz. Die Linke beklagt, dass in Kitas, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen Personal fehlt. Natürlich wird auch in Clara gezeigt und nicht nur in anderen Hinsichten bei der Linken, wie weit es auch gekommen ist hinsichtlich der Flüchtlingspolitik. Ich habe Ihnen auch Bilder schon gezeigt, wie zum Beispiel auch Flüchtlinge willkommen oder das Barometer, das Stimmungsbarometer. Es gibt aber natürlich auch andere Bilder, die wieder von Seiten von Clara, von der linken Zeitung ausstammen. Und zwar zeigt das volle Plätze. Ja, jetzt hat es jeder gesehen. Ein Bettlaken für die Privatsphäre. Wie weit ist es schon in Flüchtlingsunterkünften gekommen? Beziehungsweise wie weit ist es noch nicht gekommen? Weil es wird immer ganz genau geschaut.
Und wo man diese Flüchtlinge unterbringen kann und wie man ihnen eine bessere Zukunft geben kann. Natürlich habe ich mir auch schon angehört von anderen, von Caritas, wie die Zustände sind im juristischen Bereich, wenn es um 18-Jährige geht, die einfach dann von der großen Partei CDU, CSU und die hier natürlich in Bayern noch immer vorherrscht, also hier ist es die CSU, die auch einen ganz klaren Weg anzeigt, in welche Richtung es geht. Und man hat auch sehen können bei am Nockherberg nach dem also diesen Ausschnitt werde ich nicht zeigen, wie populistisch ein CSUler sein kann, wenn er direkt sich in Aggression redet. Ja, und jetzt kommen wir zu einem weiteren Thema, und zwar ist das die Rüstungspolitik, wie Sie schon gesehen haben. Und es geht hier auch ganz klar bei der Linken mal wieder um Abrüstung. Wir hatten heute auch liberale Themen, war sehr lustig, auch nicht so entspannend. In der Drogenpolitik sollte es von manchen schon sehr liberal sein, aber sofern ich es sehe oder auch andere, sollen Drogen nicht zu sehr liberalisiert werden, weil es gibt auch nicht nur weiche Drogen, es gibt harte Drogen. Man muss unterscheiden, Betäubungsmittelschutzgesetz, BTM, und andere Juristereien und natürlich auch Bürokratie, die sie nicht interessieren wird, ganz klar. Aber heute hatten wir in der Wahl der Delegierten in Oberbayern, das ist sowas, was man dann kriegt, wenn man drinnen ist in einer Partei, kriegt man in jeder Partei, um Delegierte zu wählen, wenn es dann zu so einem Event kommt von der Partei. Und da wird dann auch über alles, die komplette Blumenpaket, über das gesamte Parkett geredet, über das gesamte Politparkett. Und da muss man schon echt starke Nerven haben. Ja, auf jeden Fall kann man das jetzt auch abschließen. Noch zwei Sa Sachen. Und zwar kommen wir auch noch zur Sache, wo Syriza hier in München war im Eine Welthaus. Das seht ihr gleich im Anschluss. Aber zuvor habt ihr noch gesehen, es soll ein Ostermarsch in München stattfinden. Ja, und das Bild habt ihr auch gesehen, wie der Weg sein soll. Der soll nämlich vom Stachus aus zum Marienplatz verlaufen. Und zwar über die Sonnenstraße. Das ist schon mal. Ich bin fast zu Hause hier. Es freut mich wieder, mit euch und unter euch hier zu sein. Nochmal darüber. Nicht nur zu berichten, vor allem zu diskutieren, wie es in Griechenland im letzten Jahr und in den letzten Monaten vor sich geht. Und ich darf eines vorweg bestätigen, was Paul gesagt hat. Wir haben keine Sekunde Zeit bis jetzt gehabt, einmal wirklich Ruhe zu haben und einmal strategisch zu überlegen, wie wir weitermachen. Wir laufen von einer großen Herausforderung in die nächste. Deswegen, auch aufgrund der Aktualität der letzten Tage, hat sich mein
Vorteilsgeschichten gezwungenermaßen sich geändert. Ich möchte am Anfang euch ein bisschen über die Flüchtlingssituation in Griechenland informieren und ein paar Ansätze geben, wie wir gemeinsam diese Sache Europa weiter angehen. Weil so wie es im Moment aussieht, ist das so, dass wir von einer nächsten großen humanitären Katastrophe bevorstehen. Ein kaputtgespartes Land, 6-7 Jahre, bekommt jetzt die Aufgabe von den Europäern, ein großes internationales europäisches Problem zu lösen. Ein Problem, das eigentlich kein Land allein, kein Staat allein, geschweige denn das reichste oder der reichste Staat, das reichste Land Europas, Deutschland, kann das allein bewältigen. Und die Meldungen, die wir jetzt in den letzten Tagen hören, die deuten darauf hin, dass wirklich die Europäer sich eigentlich den naiven Gedanken machen, dass wenn sie Zäune oder Kriegsschiffe da losschicken, werden diese Menschen aufhalten. Kann nie passieren. Wirklich, wenn einmal einer unten war und die Situation dieser Menschen gesehen hat, vor allem diese Menschen selber gesehen hat, vor allem wenn man uns versucht, ein Bild zu machen, warum diese Menschen von zu Hause wegfliegen, weil es geht ja keiner freiwillig weg, kein Mensch in dieser Welt verlässt sein Zuhause, um wegzugehen, außer er steht in einer sehr großen Lebensgefahr aufgrund von einem Krieg, wie es in dem Fall der Syrer, der Afghaner, der Irakis ist, aber auch andere. Und natürlich, wenn er nicht auch in einer großen Hungernot steht. Und die Flüchtlinge, ihre Hauptmotivation, warum sie weggehen, ist eben erstens einmal der Krieg selber und zweitens der Hunger, vor allem in diesen großen Aufnahmelager in Türkei, in Jordanien und so weiter, und die Perspektivlosigkeit. Vor allem all diesen jungen Menschen, die schon Monate oder Jahre in einem großen Flüchtlingslager waren und dort ganz einfach ihr Leben sozusagen vergeudet haben, in der Wüste. Diese Menschen kann man wirklich nicht mit Zäune oder mit Kriegsschiffen aufhalten. Gleichzeitig aber sehen wir, dass in Europa der Diskurs in einer Richtung geht, die nicht nur das Projekt Europa, so wie wir es bis jetzt haben, wirklich in Frage stellt und an ihre Grenzen schreibt, sondern sehr gefährlich ist. Die Partei, die Regierung ist hier, in Europa, vor allem in Deutschland, in Österreich, aber in sehr vielen osteuropäischen Ländern auch, ehemalige osteuropäischen, weil sie den Druck der rechtspopulistischen Parteien spüren, nehmen die Agenda, die volle Agenda dieser populistischen und rechten Parteien auf, anstatt dass sie ihre eigene Strategie entgegensetzen, anstatt dass sie wieder vielleicht von einer sozialen Gerechtigkeit sprechen oder von Bekämpfung der Ursachen an Ort und Stelle, dort wo die Menschen herkommen. Und das hat natürlich das führt zum Ergebnis, dass der gesamte Diskurs sich nach rechts verschiebt. Und erst dann bei den Wahlen, wie wir jetzt in den letzten Monaten und Jahren sehen, auch gerade letzte Woche hier in Deutschland, die Wähler sich insgesamt nach rechts gehen. Und das ist eine sehr, sehr große Gefahr für Europa insgesamt. Die zweite Bemerkung, die ich hier machen möchte, ist folgende. Wir erleben das erste Mal in den letzten Jahrzehnten in Europa und in der Europäischen Union, wo große internationale oder europäische Probleme auf nationaler Ebene gelöst versucht werden. Also der Versuch, sie auf nationaler Ebene zu lösen. Das heißt, der große Gedanke, dass Europa, Europäische Union, diese große Herausforderungen, diese große Sachen auf europäischer Ebene gemeinsam löst,
gehen wir jetzt diesen Weg zurück. Das ist quasi für mich leider der Anfang von Zerbröckelung von dem Projekt Europäische Union. Und das ist auf die Wirtschaftsfrage, auf die Wirtschaftskrise besser gesagt, draufgekommen, hat sich akkumuliert. Und diese zwei Herausforderungen haben wirklich gezeigt, dass die Europäische Union, die von den neoliberalen Kräften in den letzten Jahren, Jahrzehnten regiert wird, sie kann große Herausforderungen nicht lösen. Sie kann diese große Herausforderung nicht lösen. Wie sieht jetzt in Griechenland in der Realität aus mit den Flüchtlingen? Wir müssen ein bisschen zurückgehen. Letztes Jahr, zur selben Zeit, hat keiner wirklich voraussehen können, wie die Anzahl der Flüchtlinge sich so ansteigen werden könnte. Keine Partei, kein Think Tank, keine Organisation, auch die Hilfsorganisationen, die eigentlich da Erfahrung hatten mit den Flüchtlingen, haben solche Zahlen nicht prognostizieren können. 2014 in Griechenland 41.000 Flüchtlinge. 2015 über 850.000. Das ist fast 2000% mehr. Also kein Land könnte auf sowas wirklich vorbereitet sein. Und das sage ich jetzt nicht als Ausrede in irgendeiner Weise, sondern leider waren wir dieser Herausforderung nicht gewachsen. Lesbos mit 85.000 Einwohnern hat über eine 500.000 Flüchtlinge gehabt. Da wird ja mal auch die Relation bekannt. Agathonissi mit 316 Einwohnern, sagt ja mal eine Zahl von Flüchtlingen. 360 Einwohner. 70.000. Wie viel? 80.000. 31.000. 31.000. Wenn man das hier sozusagen übersetzen würde, also Frankfurt mit 700.000 müsste 3 Millionen Flüchtlinge bekommen. Da frage ich mich, wie wäre die Diskussion hier? Wie wäre die Diskussion hier, wenn jetzt, wo eigentlich, mein Gott, Europa hat 500.000.000 Einwohner, ist das reichste Kontingent der Welt und macht sich solche Sorgen mit wegen 2, 3 zusätzliche Millionen von Menschen. Da sind in Griechenland Sachen ausgegangen wie, was weiß ich, das Wasser, ganz normale Sachen. Möchte ich jetzt nicht von Friedhofsplätzen sprechen oder solche Sachen. Ich möchte nicht sagen, wie groß das Problem von der Plastikverwertung auf Lesbos ist. Tonnen von Plastik, von diesen Schlauchbooten und Schwimmwesten haben sich da angehäuft. Das ist ein Problem, das wir selber nicht lösen. Wir versuchen es international zu lösen, weil wir müssen nicht, wohin bringt dieses Plastik. Trotz allem aber, die griechische Behörde, die griechische Regierung, aber vor allem die griechische Bevölkerung hat sich wirklich großartig verhalten. Ohne die Unterstützung der griechischen Bevölkerung wäre es wirklich nicht möglich gewesen, diesen Menschen halbwegs menschenwürdig sie aufzunehmen. In Griechenland geht es weder um Aufnahme noch um Einkasernierung oder was auch immer. In Griechenland bei den Flüchtlingen geht es in erster Linie um Rettung. Und dieses Wort fehlt ihnen. Die Menschen, sobald sie im Wasser sind, kommen alle übers Wasser, sie müssen gerettet werden. Und das ist auch ihr Recht, dass sie gerettet werden. Nicht, dass ihr glaubt, dass es einfach ist. Die Einwohner von Lesbos, die haben das ganze Jahr nichts anderes getan. Sie haben ihren Alltag total aufgegeben, haben sich nur damit beschäftigt, die Menschen zu retten und ein bisschen entgegenzukommen. Erst im Oktober 2015 hat sich die EU
das erste Mal getroffen zu einem EU-Gipfel, um dieses Problem zu diskutieren. Es wurde beschlossen, dass 160.000 relokalisiert werden, also umgeschiedelt werden. Wie viele, glaubt ihr, sind da? Thank you.